Der IHC Olten auf Radio Insight. Präsentiert von der Aargauischen Kantonalbank. Jerome Portmann, der IHC Olten gewinnt mit 15-0 auswärts beim HC Sier nach einem fantastischen ersten Drittel. Und nachher haben wir die ganze Geschichte, wenn wir den ganzen Match im Griff gehabt. Wie hast du den Match eigentlich so erlebt? Ja, es war jetzt sicher mal gut gewesen, dass wir mal in Führung gegangen sind. Da sind gerade zwei drin und nachher haben wir das eigentlich gut können heimbringen und über 60 Minuten eigentlich solid gespielt heute noch. Was interessant zum Zuschauen war, ist vor allem im ersten Drittel, hat er eigentlich nichts abbrennen lassen, er hat fantastisch Eishockey gespielt. Wie hast du es erlebt im ersten Drittel? Du hast glaube ich schon eins von den besseren gesehen in dieser Saison bis jetzt. Ja, sicher. Wir haben mal die Scheibe hinten solid rausgebracht, defensiv auch gut gestanden und eben vorne haben wir sie jetzt mal gemacht. Der HC Sier hat dann im zweiten Drittel noch ein bisschen probiert, ins Spiel reinzukommen. Aber auch hier hat ihnen den Schneid abkaufen. Wie würdest du sagen, die ganze Geschichte über 60 Minuten im Griff gehabt heute? Ja, ich würde schon sagen, eben nach dem ersten Drittel, man probiert einfach das ganze Spiel so durchzuziehen. Und das ist heute uns gelungen, glaube ich. Ja. Jetzt kann man natürlich einiges an positiven Sachen rausnehmen aus diesem Match hinten zu oben. Ich glaube, auch ist im Sinne von euch, so könnte es weitergehen. So, ja. Ja, gewinnen tun wir gerne und ja, so kann es weitergehen. Der IHC Olten auf Radio Insight. Präsentiert von der Aargauischen Kantonalbank.